Hallo, herzlich willkommen hier an Bord von unserer Axopar 28. Das ist ein Modell 2019 und heute in dem Video machen wir eine kurze Übergabe. Das heißt, ihr lernt alle Systeme kennen, wie sie der Anker funktioniert, das Radio und so weiter. Kommt an Bord. Ja, von jetzt an machen wir ein durchgängiges Video, das heißt keine weiteren Schnitte. Wenn ich mich also verplapper, nehmt es mir nicht übel. Wir gehen einfach so, als würdet ihr euren Tag an Bord verbringen. Ihr kommt an Bord, findet das Boot so vor. Einige Sachen werden von uns schon vorbereitet, trotzdem ist es wichtig, dass ihr natürlich einen guten Überblick über das Boot habt. Erster Schritt, immer wenn ihr an Bord kommt, ist, wir haben vorne den Landstrom, den haben wir schon entfernt. Das ist einfach das orangene Kabel, wird aus der Steckdose rausgezogen, wird an Land rübergegeben. Als zweites gehen wir hier runter in die Achterkabine. Und in der Achterkabine haben wir auf der Backbordseite drei Hauptschalter. Diese drei Hauptschalter werden einmal auf On gestellt. Jetzt ist das Boot mit Strom versorgt. Während wir die Achterkabine jetzt schon mal offen haben, ja, da ging jetzt gerade die Musik laut an, deswegen mussten wir doch jetzt einen Cut reinmachen. Wenn wir gerade die Klappe schon offen haben, schauen wir einmal hier unten rein und sehen hier unten, dass wir hier das Safety Equipment haben. Wir haben also für jeden eine Schwimmweste an Bord. Wir haben Bengalos und Rauch und einen Erste-Hilfe-Kasten, also wirklich viel Zeug. Das ist alles verstaut hier unten drin. Müsst ihr nicht wirklich rauspacken, ihr braucht es alles nicht, außer ihr werdet von der Polizei angehalten, dann möchten die diese Sachen sehen. Wir laufen jetzt vom Boot einmal von ganz vorne bis nach ganz hinten. Das heißt, wir fangen vorne im Bug an, fangen an mit dem Anker. Das Boot hat einen elektrischen Ankerwinch. Zum Öffnen des Ankerkastens hier oben einfach einmal drehen. Dann haben wir hier die Fernbedienung. Die Fernbedienung ist sehr einfach eigentlich, runter und hoch. Wir haben noch zwei Sicherungen, einmal eine sogenannte Kettensicherung und dann nochmal eine Ankersicherung, die man einfach aufmacht. Und jetzt, um den Anker runter zu machen, drücken wir runter. Die Kette ist markiert alle 5 Meter, die hat eine rote Markierung alle 5 Meter. Ansonsten können wir auch für unsere Rechnung sagen, pro Sekunde drücken geht ein halber Meter Kette raus. Das heißt, wenn wir 10 Meter Kette legen möchten, müssen wir 20 Sekunden drücken. Um den Anker wieder hochzuziehen, drücken wir hoch. Die letzten paar Meter drücken wir in kurzen Intervallen, damit der Anker nicht einfach mit Vollgas oben bei uns in den Ankerwinch reingerät. Fernbedienung wieder verstauen. Dann machen wir wieder die Sicherung rein. Ankerdecke wieder zu und wir sind fertig zu fahren. Jetzt sind wir hier vorne in unserem Bugbereich. Hier haben wir ein großes L-Sofa. Gibt einem jetzt so viel Platz, gerade um an Bord zu kommen und so weiter. Wir können das aber auch umbauen, dass wir hier einen Tisch haben. Bitte eine Sonnenliege oder eine Sonnenliege mit einer Abdeckung, mit einem Sonnenschutz. Dafür holen wir uns jetzt erstmal aus dem Sofa hier alle Sachen raus. Als erstes oben drauf finden wir das Kissen für die Sonnenliege. Dann haben wir hier den Tisch. Des Weiteren haben wir hier das Sonnensegel. Und hier, um nachher die Sonnenliege bzw. den Tisch aufzubauen, haben wir zwei kurze Beine für die Sonnenliege und zwei lange Beine für den Tisch. Das ist ein sogenannter Bajonettverschluss. Das heißt, hier unten am Fuß ist ein T-Stück und das T-Stück passt genau in das Fußteil hier rein. Wir setzen das rein und jetzt ist wichtig, dass wir erst das T verdrehen und dann das Bein festdrehen. Gleiches für den vorderen. Auch hier im Uhrzeigersinn zum Festdrehen. Jetzt kann der Tisch hier oben drauf. Klar, können wir vorne sitzen. Als zweites bauen wir mal die Sonnenliege auf. Das heißt, die langen Beine kommen raus. Wir bauen die kurzen Beine rein. Auch hier wieder ein Bajonettverschluss, bis sie festgeschraubt sind. Dann kommt der gleiche Tisch wieder vorne wieder drauf. Plus jetzt hat das Kissen einmal eine weiche Seite, die geht auf den Tisch und hat eine unterfütterte Seite, die geht auf
die linke. Und jetzt haben wir vorne eine große Sonnenliege. Jetzt wollen wir natürlich auch hier vorne Schatten haben. Alle denken mal, schön, ich will in der Sonne liegen, aber eigentlich will ich im Schatten liegen. Denn dafür brauchen wir jetzt noch zwei Stützen. Die haben wir hier vorne drin, und zwar hängen die hier oben drunter. Vorne unter der Kette. Einmal, zweimal. Die Stützen werden einfach Steuerbord und Backbord. Und jetzt haben wir das Sonnensegel. Das Sonnensegel hat auf der einen Seite zwei Karabiner. Und die Karabiner klicken einfach hier oben am T-Top in das Dach ein. Und die andere Seite hat solche Gummi-Expander. Die Gummi-Expander gehen hier durch. Werden die unten eingefädelt und stramm gezogen. Und zwar so stramm gezogen, dass man hier vorne dann schön im Schatten sitzen kann. Das ganze Konstruktion von dem Dach ist nicht dafür gebaut, dass man mit diesem Dach fährt, sondern es ist wirklich nur für Stationary Use, also für wenn man vor Anker liegt, wenn man irgendwo in der Bucht treibt. Sobald man losfährt, wird das zu stark klettern. Dann würden uns vorne die Stützen rausreißen, also dann wieder abbauen und verstauen. Ich baue jetzt mal ab, mache mir dann den Fast Forward. Baby, you can get on my boat and make it rock, yeah. Side by side, left to right, take it slow, yeah. Baby, come on, do it just right. Side by side. It's kind of a job. Wir haben jetzt alles verstaut. Jetzt gehen wir weiter nach hinten, gehen hier in die Toilette. Die Toilette ist hier vorne. Das ist eine elektrische Toilette. Bei einer elektrischen Toilette ist immer wichtig, dass bevor wir die Toilette benutzen, dass wir etwas Frischwasser in die Toilette einlaufen lassen. Das heißt, wir benutzen die Toilette nie trocken, sondern wir machen immer vorher Wasser rein. Zum Abspülen, damit mit diesem Knopf einfach abspülen und alles geht raus. In die Toilette gehört wirklich nur das, was man denkt, was in die Toilette gehört. Kein Abfall, keine Plastik, Hygieneprodukte. Ansonsten verstopft die Toilette. Das ist immer ein unangenehmer Job für uns alle. Hier auf der anderen Seite haben wir auch ein Badin-Panel. In der untersten Reihe haben wir einen Knopf, da steht drauf Mercerator. Wenn wir diesen Knopf drücken, wird der Fäkalientank, den wir vorher gefüllt haben mit unseren Abwässern, wird ausgepumpt. Nach der Benutzung von der Toilette so eine Minute ungefähr diesen Knopf drücken, damit alles rausgeht. Neben dem Knopf Mercerator ist ein Knopf, da steht Freshwater drauf. Der Freshwater-Knopf ist der Knopf, mit dem wir das Frischwassersystem wieder anmachen. Das heißt, wenn kein Wasser mehr aus der Pumpe rauskommt, ist die Pumpe leer gewesen. Und wenn der Tank wieder gefüllt wurde, um die Pumpe wieder anzumachen, müssen wir einmal den Knopf Freshwater drücken. Laufen wir weiter nach hinten. Wir sehen hier auf unserer Steuerbordseite haben wir jeweils zwei Fender. Auf der Backbordseite haben wir auch zwei Fender. Wenn wir dann noch weiter nach hinten laufen, haben wir hier in der Backskiste auf Steuerbord haben wir Seile für euch. Das heißt, wenn ihr irgendwo in eine Bucht fahrt oder wenn ihr irgendwo in einen Hafen fahrt, habt ihr hier in der Steuerbordkiste einige Seile dabei. Vor der Backskiste haben wir hier den Benzintank. Der Benzintank auf der Aktsuper 28 fast 300 Liter. Ihr übernehmt das Boot immer voll getankt und wenn ihr zurückkommt, tankt ihr das Boot an der Tankstelle auch wieder voll. Bootshaken, um irgendwelche Leinen aufzunehmen. Und hier auf der Backbordseite haben wir noch was Interessantes. Hier haben wir eine Eisbox. Das heißt, diese Kiste ist isoliert. Wenn ihr hier Eis mit Getränken reintut, bleiben die schön den ganzen Tag kalt. Vor der Eisbox ist unsere Dusche. Das ist ein Twist-Head, das heißt, um die Dusche anzumachen, das Wasser kommt hier raus, müssen wir den Kopf einmal verdrehen, kommt das Wasser raus, wenn ihr fertig seid, wieder zudrehen und dann die Dusche hier wieder verstauen. Die Badeleiter bei dem Boot befindet sich hier auf der Backbordseite.
dafür ziehen die Leiter einfach raus, dann klappt sie nach unten und kann benutzt werden. Um sie nach der Benutzung wieder reinzumachen, einfach reinschieben und hier drin wieder verhaken. Dann laufen wir nach vorne, gehen jetzt mal in den Cockpit-Bereich. Bevor wir wirklich in das Cockpit kommen, kommen wir am Kühlschrank vorbei. Den Kühlschrank öffnen wir hier durch die zwei Verschlüsse. Dann haben wir hier drunter einen Kühlschrank. Der ist aktiv gekühlt, ist also jetzt auch schon kalt. Hat einiges Fassungsvermögen wirklich für viele Getränke oder auch kleine Speisen. Dann gehen wir vor zum Cockpit. Wir haben hier auf der linken Seite unser Musiksystem. Natürlich super wichtig für einen schönen Tag an Bord. Ihr könnt hier unten auswählen, was die Quelle ist. Das heißt, ihr könnt hier unten über diesen Quelleneingang-Knopf sagen, wir möchten Bluetooth, wir möchten AUX, FM oder AM. Wir haben jetzt mal Bluetooth gewählt. Wenn ihr jetzt euer eigenes Handy verbinden möchtet, drückt ihr einmal hier oben auf diesen Systemknopf und geht jetzt hier runter, und zwar so lange, bis hier Discoverable steht. Und da seht ihr, fehlt hinten der Haken. Das heißt, um auf eurem Handy das Bluetooth jetzt zu erkennen, müsst ihr diesen Knopf Discoverable drücken. Und jetzt könnt ihr in eurem Handy euch verbinden. Das Device auf diesem Boot heißt Tina 28. Das ist ein AXUPA 28 mit dem Namen Tina, deswegen Tina 28. Gehen wir weiter nach rechts. Hier unten haben wir erst noch das Funk. Das Funk, wenn ihr Funkzeugnis habt, wisst ihr selber, wie das Funk funktioniert. Hier haben wir das Bugstra-Ruder. Das Bugstra-Ruder machen wir mit zwei Fingern an. Zweimal on. Jetzt leuchtet der orangene Knopf. Das bleibt jetzt ungefähr an für zwei Minuten. Und dann Steuerbord bzw. Backbord. Trimklappen zum Justieren von der Bootsposition. Damit könnt ihr einfach mal während der Fahrt etwas ausprobieren. Tendenziell, wenn wir den Knopf nach oben drücken, geht die Nase runter. Rechts und links tariert das Boot Steuerbord und Backbord aus. Hier oben haben wir die ganzen Lichter. Navigationslichter, Ankerlichter braucht ihr in der Regel nicht, weil ihr nur tagsüber fahrt. Hier haben wir noch die Hupe. Auf der anderen Seite geht es dann weiter. Unter anderem finden wir hier Bilgenpumpe. Die Bilgenpumpen sind automatisch, das heißt, ihr braucht keine Sorgen zu machen, dass die nicht an sind. Die sind immer automatisch an. Zwei Motoren haben wir gesehen, brauchen wir auch zwei Schlüssel. Die Schlüssel gehen hier unten drunter. Rechts und links rein. Und als ersten Schritt stellen wir die mal auf die On-Position. Und sehen jetzt schon hier oben, oder können jetzt hier oben an unserer Motorkontrolle mit der Taste Down können wir die beiden Motoren nach unten trimmen. Das heißt, jetzt gehen die beiden Motoren nach unten, die gehen parallel nach unten. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Sobald die unten sind, hört ihr, verändert sich das Geräusch. Und jetzt sind die Motoren ganz runter getrimmt. Gut, dann gehen wir hier oben auf den Motordisplay. Der ist jetzt gerade angegangen. Wir haben hier oben ein paar Angaben über Spannung von jedem Motor. Hier hätten wir Umdrehung pro Minute. Wir haben hier die Geschwindigkeit. Dann haben wir hier, können wir nochmal tippen, den Benzinstand. Ich hatte gesagt 300 Liter. Wir sind bei 282, also ist das Boot faktisch voll. Dann haben wir nochmal hier, was für uns interessant ist, die Motorstunden Steuerbord und Motorstunden Backbord. Und hier unten nochmal zusätzlich den Benzintank. Dann gehen wir rüber auf das linke Display. Das ist auch ein Touchscreen, das heißt, wie beim iPhone können wir hier, oder wie bei jedem anderen Telefon, können wir hier reinzoomen, rauszoomen. Wenn wir unser Boot verloren haben, gibt es immer unten rechts einen Knopf, da steht drauf Stop Planning. Klicken wir drauf, bringt es uns hier zurück zu unserem Boot. Von der Anzeige haben wir hier als oberstes die Geschwindigkeit, als nächstes die Wassertiefe, wobei das wirklich die Wassertiefe ist. Das heißt, von der Oberfläche bis zum Grund. Das Boot braucht 1 Meter Mindestwassertiefe. Das heißt, wir hätten jetzt noch unter Boot 90 cm Platz. Uhrzeit, Wassertemperatur, Spritverbrauch, das läuft natürlich erst, wenn wir fahren, und nochmal der Benzinstand. Wir können über dieses Display-System ungefähr 2 Stunden reden oder auch 10 Stunden. Das ist wirklich sehr, sehr komplex. Eine Funktion würde ich euch noch gerne zeigen. Wir haben hier unten in Waypoints, das sind quasi gespeicherte Wegpunkte, haben wir einen Waypoint, der heißt Home. Wenn ihr auf die Taste Home drückt, Home ist der Heimathafen, und könnt ihr jetzt auf Navigate to gehen und sagen Auto Guidance.
Und jetzt bringt er uns, wirklich egal von wo auf der Insel, bringt er uns wieder zurück und macht uns einen Weg wieder zurück in unseren Hafen. Hier ist jetzt etwas schwierig, weil wir natürlich direkt in unserem Hafen sind. Das heißt, hier ist der Weg jetzt nicht so weit. Über Start Navigation würde jetzt anfangen und uns sagen, rechts, links, noch 20 Meilen und so weiter. Das ist über das System, viel mehr brauchen wir da nicht zu sagen. Spielt ein bisschen mit rum, tut mir gefallen, verstellt nicht alles, aber ist nicht so kompliziert. Ich denke, jetzt ist das Boot vom System her alles erklärt. Wenn euch irgendwelche Schäden auffallen an dem Boot, sagt uns kurz Bescheid. Wir gucken auch immer vorher, dass an dem Boot alles funktioniert. Natürlich kann es trotzdem sein, dass es ein Boot, was hier noch irgendwas zwischendurch kaputt geht. Bevor ihr jetzt rausgeht, ein paar Sachen. Das ist ein striktes Nichtraucherboot. Das heißt wirklich nicht an Bord rauchen. Das macht uns große Schäden an den Polstern, aber auch am Gelcoat. Einfach nicht rauchen, Nichtraucherboot. Wenn ihr rauchen müsst, geht in den Hafen, geht von Bord und raucht an Land. Zum anderen, das Boot ist sehr auffällig. Wir haben blauen Rumpf, wir haben blaue Motoren. Es ist ein sehr sportliches Boot, das heißt, wir kriegen oft Fotos geschickt von Leuten, die sagen, ey, komm Tom hier, wir haben euer Boot gesehen. Wir freuen uns super darüber. Hat natürlich auch den Nachteil, dass man ist sehr exposiert. So ein paar Regeln gibt es zu beachten. Wenn wir im Hafen fahren, fahren wir ohne Sog und Wellenschlag. Das heißt, wir fahren um die drei Knoten. Wenn wir in eine Bucht reinkommen, drehen wir vielleicht die Musik ein bisschen runter und machen auch hier wieder keine Wellen, beziehungsweise machen keine Gefahr für andere Schwimmer oder andere Bootsleute. Mit dem Boot. Wir haben super Erfahrungen, die letzten 5 Jahre, seit wir das machen, hatten wir noch nie irgendwelche Probleme. Die Papiere sind immer in Ordnung, wir haben alle Versicherungen, also auch da könnt ihr ganz entspannt in den Tag gehen. Bevor ihr rausfahrt, macht sicher, ihr habt euren Chartervertrag dabei, der ist unterschrieben und komplett ausgefüllt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, spezifisch zu wie funktionieren einzelne Systeme, von uns ist immer jemand hier erreichbar. Entweder das ist der Julian, der vorne noch mit euch Zahlung oder auch den Check-in macht, beziehungsweise ich bin auch eigentlich immer im Hafen unterwegs. Letzter Schritt für uns ist jetzt das Boot von der Mooring. Das heißt, wir starten jetzt die Motoren und fahren einmal raus. Wenn ihr einmal nach hinten schaut, seht ihr, es ist etwas kompliziert hier hinten. Wenn der Kamera auch mal, could you just switch to the back? Mhm. Ihr seht, es ist ein bisschen kompliziert hier rauszufahren. Was wir jetzt machen, wir werden die Motoren so stellen, dass wir uns jetzt rausziehen. Und dann ist es eigentlich problemlos mit einmal zu machen. Wir haben ja noch ein Bugstrahlruder, mit dem wir dann die Nase kontrollieren können. Erster Schritt für uns, Motoren starten. Die Motoren sind gestartet. Jetzt mache ich die erste Leine am Heck aus. Ich gehe jetzt nach vorne, mache die beiden vorderen Leinen los. Was dann passiert, das Boot wird schon langsam zurückfahren. Und dann mache ich mir die letzte Leine auf der Steuerbordseite am Heck noch los. Und jetzt haben wir nur noch die eine Leine auf der Steuerbordseite. Wir machen jetzt einen kleinen Trick. Wenn wir die Leine jetzt ins Wasser fallen lassen, müssten wir gucken, dass die versinkt. So, wir legen jetzt beim Nachbar drauf. Gucken auch trotzdem, dass die nicht in den Propeller kommt. Wenn der Nachbar jetzt rausfährt, schmeißt er unsere Leine auch ins Wasser. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen, ist es für uns etwas einfacher, weil die Leine eben noch beim Nachbar ist. Das Boot schwimmt, ihr seht, das Boot ist ganz entspannt, ganz ruhig. Wir fahren jetzt rückwärts raus und um das Ganze zu vereinfachen, nehmen wir nur von den beiden Motoren nur einen. Das heißt, wir machen den einen Motor in Rückwärtsgang, machen sicher das Rückstrahlruder an und gucken jetzt, dieser rote Strich kann auch als Pfeil interpretiert werden. Und wir ziehen uns einfach rückwärts hier raus. Gucken ein bisschen vorne auf die Nase und sehen, das Boot fährt komplett von alleine hier rückwärts raus. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nichts zu machen. Wir haben einmal die Motoren eingestellt, stellen jetzt gerade und haben jetzt die Möglichkeit, entweder hier in diesem etwas engeren Raum noch umzudrehen oder wir sagen, ich fühle mich nicht so sicher, ich fahre einfach rückwärts bis zum Hauptkanal und wenn ich im Hauptkanal bin, drehe ich rum und fahre raus mit viel Platz. Ich denke, das war ein kurzer Einstieg in das Boot. Wenn jemand noch spezifischere Fragen hat, wie funktioniert das Display, wie mache ich mir, erstelle ich mir eine Route, sagt uns einfach Bescheid. Wir wünschen euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag auf dem Boot. Genießt es und wir freuen uns immer super über Fotos, die ihr hochladet, die ihr auch bei Instagram teilt.
Und jetzt noch für das Video. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, könnt ihr unten auf Subscribe klicken, klickt ein Like und wir freuen uns, euch hier im Hafen von Calanova zu sehen. Bis dahin, vielen Dank.